Ja, ich glaube nicht ganz zufrieden. Wenn man die Spiele sieht, war in beiden Spielen mehr drin. Klar, wenn es dumm läuft, kannst du auch beide Spiele verlieren. Aber letztendlich war es doch ein guter Auftritt von der Mannschaft oder zwei gute Auftritte von der Mannschaft. Speziell jeweils die zweite Halbzeit, wo richtig gut war und wo wir uns dann Siege verdient hätten. Leider haben wir kein Tor gemacht. Die Chancen waren da, hinter stehen wir gut und das sind schon mal gute Voraussetzungen, ja, für eine erfolgreiche Runde. Ja, positiv. Ich glaube, es ist ein attraktiver Erstligist. Wir haben gute Erinnerungen an Hertha vom letzten Jahr. Ich glaube, Hertha war nicht so glücklich über das Los, kann ich mir vorstellen. Ja, und freue mich einfach auf das Spiel. Ich glaube, ja, ich muss mal ein bisschen differenzierter sehen. Jetzt die Pokal ist wieder, ja, eine neue Pokalsaison. Man kann jetzt nicht erwarten von uns, dass es genauso läuft wie letztes Jahr. Trotzdem wollen wir natürlich eine Runde weiterkommen. Aber ich glaube, Hertha ist ja, stabiler als letztes Jahr und werden uns auch nicht unterschätzen, falls wir es letztes Jahr gemacht haben. Deshalb wird es ein harter Brocken. Da freuen wir uns drauf, aber es ist ein Bonusspiel. Und ja, Liga kommt dann erst wieder eine Woche später. Können wir uns da wieder drauf konzentrieren. Aber jetzt das Spiel sehe ich weniger Druck als jetzt in der Liga. Da können wir uns einfach drauf freuen und uns mit, ja, Bundesligaspielern messen. Ja, klar. Ich meine, als Zweitligist ist man immer Außenseiter gegen Erstligist. Ich glaube, fußballerisch brauchen wir auch nicht drüber reden, ist die Qualität höher bei Hertha. Aber in einem Spiel kann man da vieles wegmachen durch Einsatz, Kampf und Leidenschaft. So wie letztes Jahr. Und genauso wollen wir natürlich wieder auftreten und, ja, versuchen, eine Runde weiterzukommen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ich glaube, das ganze Team ist relativ gut eingespielt, und die Neuen haben sich auch gut integriert. Natürlich ist es wichtig oder ist es gut, wenn man schon einen gewissen Stamm zusammen hat, der die Abläufe kennt, der weiß, ja, wie der Einzelne tickt. Dann ist es auch für die Neue leichter, in so eine Gruppe reinzukommen, wenn die funktioniert, wie jetzt irgendeine Mannschaft, wo es verschiedene Gruppen gibt oder wo sie einfach nicht versteht. Das haben wir zum Glück nicht und das sieht man auf dem Platz, dass da, ja, das homogen funktioniert, auch die Abläufe funktionieren so. Klar, wenn man letztes Jahr schon zusammen gespielt habe, aber auch gerade jetzt, ja, Wolle hinter uns und so, der macht es ja auch sehr gut und ja, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir da wieder, so wie letztes Jahr, eine richtige Einheit werden. Ja, Wolle hat natürlich auch seine Erfahrung. Er spricht Deutsch, er weiß, wie die zweite Liga abläuft, auf was da zu achten ist. Er ist auch einer, der spricht, auch auf dem Platz, auch außerhalb vom Platz. Deshalb, ja, war das überhaupt kein Problem. Und für uns als Abwehrspieler ist er natürlich sehr wichtig, gerade um uns zu stellen, lautstark zu dirigieren. Und er ist auch die letzte Absicherung. Ja. Und bisher haben wir das ganz gut hingekriegt, glaube ich. Ja, also klar, meine. Letztendlich als Vizekapitän muss man auch Verantwortung übernehmen, gerade auch in so Situationen. Und wenn es soweit sein sollte, dass wieder keine fünf Schützen zusammenkommen, wovon ich nicht ausgehe, weil doch schon viele motiviert sind, was ich jetzt im Training schon gemerkt habe, nach dem Training, wo sie Elfmeter schon üben, dann werde ich natürlich wieder antreten. Ganz ehrlich, ich war nicht vorgesehen als Elfmeterschütze. Wir haben ja morgens trainiert, auch Elfmeterschießen. Und da ich sage, Jungs, wenn ich schießen muss oder wenn ihr so weit kommen lasst, dass ich zum Elfmeter kommen muss, dann chippe ich. Ist mir scheißegal in dem Moment. Und ja, dann kam es so weit, dass nur vier Schützen da waren, nur noch ein Fünfter gesucht. Dann ich so, okay, wenn keiner will, dann mache ich. Aber ich chip. Und ja, hätte ein bisschen höher kommen sollen, also war nicht ganz so, wie ich ihn geplant habe, aber drin ist drin und ja, hat dann alles gut gepasst. Ich meine, die ersten Spiele, da ist sicherlich noch ein bisschen mehr drin, aber das ist auch ganz normal am Anfang von der Runde, nach der Vorbereitung, die schon sehr kräftezehrend war, dass man da noch nicht da ist, wo man hin will, aber Stück für Stück kann man sich da auch mit Spiele rantasten. Und ja, ich freue mich einfach auf jedes Spiel in der zweiten Liga, weil letztes Jahr die dritte Liga, die war schon hart. Ich habe da alle Spiele gemacht, versuche ich natürlich dieses Jahr wieder. Weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich sehe es als Belohnung, die zweite Liga, für die harte Arbeit, die wir letztes Jahr alle zusammen geleistet haben. Mir natürlich auch. Ich meine, die Stimmung war schon im ersten Heimspiel gegen Frankfurt super. Und jetzt im Pokal werden nur ein paar mehr da sein. Und wir hoffen natürlich auf dem Rasen, unseren Teil dazu beizutragen, damit ja, das Stadion wieder kocht, damit wir ein spannendes Spiel erleben, wo jeder mitfiebern kann. Ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen.